Hallo und herzlich willkommen zurück zu Outcast A New Beginning. Ja, in der letzten Folge haben wir gesagt, wir sprechen mit dem Oberhaupt, müsste das sein. Er versteckt sich jetzt schon hier hinten. Er ahnt nichts Böses, weil wir in der Nähe sind. Bleib doch mal stehen. Hi, bist du der Häuptling des Dorfes? Du siehst aus, als würdest du viel rumkommen. Ein Mann der Tat. Ich bin Tanak, der Häuptling von Zappa. Ich bin ein offenes Buch. Schieß los. Ich brauche kein Buch, aber Schüsse? Ja, Schüsse sind das, was ich brauche. Wie viel willst du für die Waffe? Die steht nicht zum Verkauf, Kumpel. Verzeih, lass mich klarstellen. Ich benötige die Hand und die Waffe. Deine Hand am Abzug. Ich zahle auch. Das hört sich besser an. Worauf soll ich schießen? Auf die Gamors. Nach der Paarungszeit sind sie hungrig. Darum kommen sie zurück nach Zappa, um uns zu fressen. Kannst du sie loswerden? Kommt darauf an. Was ist ein Gamor? Blitzschnelle Aasfresser auf vier Beinen mit messerscharfen Zähnen und tödlichen Krallen. Gamors! Schon gut, beruhig dich. Ich helfe euch. Die sind bestimmt nicht schneller als eine Kugel. Was ist an eurer kleinen Siedlung so besonders? Sie ist mehr als besonders. Diese kleine Siedlung ist der Hafen zu den Meeren Adelphas. Sie ist eine Gemeinschaft feiner, aufrechter Fischertalaner, die... Ach, wem erzähle ich das? Wir werden von Mond zu Mond weniger. Seit der Deaktivierung des Daokas geht unsere Wirtschaft dahin und die einzig verbleibende Fischart sind Sanektas. Ja, dann ist es ja super, dass ich das aktiviert habe. Ich habe Sanektas noch nie probiert. Magst du sie? Bleibt mir eine andere Wahl? Diese fiesen, fleischfressenden Fische sind mittlerweile unsere Hauptnahrungsquelle, weil sie alle anderen Fische gefressen haben. Das hängt irgendwie mit der Wassertemperatur zusammen. Baram kann es besser erklären. Rede mit ihm, wenn du mehr wissen willst. Wie heißt du? Ich bin Tanak, Häuptling von Zappa. Bis später, Tanak. Yep. Yep. Der ist gut. Yep. Okay, den Häuptling von Zappa. Achso, das haben wir gerade abgeschlossen. Mit wem soll ich jetzt sprechen, hat er gesagt. Das blenden sie natürlich wieder nicht nochmal ein, das war klar. Wir haben hier zwei Ausrufezeichen. Nee, das war hier. Hi. Was machen die Wellen heute? Die was? Bist du nicht Fischer? Wir nennen uns Fischer Talana. Wir fischen nach Sanektas. Ich heiße Baram. Und du bist? Kata. Schön, dich kennenzulernen, Baram. Lebt ihr in Zappa vom Fischfang? So ist es. Seit der Invasion sind wir isoliert. Die Fische sichern unser Überleben. Sanektas schmeckt wie gegrillter Sort. Doch etwas anderes bleibt uns nicht. In gewisser Weise haben wir hier alles, was wir brauchen. Oder fast alles. Fast alles? Ich habe gehört, Yunair wird vermisst. Ohne einen Bändiger wird Zappa nicht lange überleben. Als Kind habe ich oft mit meinem Onkel geangelt. Darf ich sehen, was ihr für Angelrouten benutzt? Wie meinst du das? Angelrouten? Ich dachte, ihr benutzt sowas, um... Oh, du meinst Fischpaddel? Nein, Paddel sind zum Paddeln da, ziemlich sicher. Keine Ahnung, was dein Onkel dir übers Fischen beigebracht hat, aber du liegst völlig falsch. Sieh zu, wie es gemacht wird. Bitte? Hallo, es ist wunderschön hier. Genießt du Zappa? Denk daran, dass die Strände bis auf Weiteres geschlossen sind. Schon in Ordnung, dann bräune ich mich später. Eure Fischfangtechnik ist originell. Aber zu langsam. Um einen Sanektar zu betäuben, muss man manchmal so hart zuschlagen, dass es das Boot umwirft. Nach Sanektas zu fischen, ist um einiges gefährlicher als der Fang kleinerer Fische.
Wie viele Schriftrollen ich auch lese, mir fällt keine Lösung ein. Ich könnte mit meinem Jetpack über das Wasser fliegen und die Sanek das betäuben. Das sollte die Sache beschleunigen. Wann hast du Junair das letzte Mal gesehen? Das ist zu lange her. Keine Ahnung, was er treibt. Wir brauchen mehr Fischerventilopen, um die Verletzten und Ruhenden abzulösen. Du Schande. Erzähl mir was von den Ventilopen. Die besten Freunde der Fischer Talana. Wir reiten auf ihnen, um die Sanektas zu fangen, wenn sie an die Oberfläche kommen. Darüber weiß Saleb jedoch mehr. Er weiß auch, welche Rolle sie in unserem Ökosystem spielen. Ventilopen fressen ihren Fang nicht? Sie lieben Sanekta-Köpfe über alles. Wir mögen alles andere. So funktioniert das ganz gut. Mutter Natur ist ziemlich clever. Seltsamer Name für eine Frau. Wie ist Tanak so als Häuptling? Er ist leicht verrückt und verpeilt. Frieden passt besser zu ihm als Krieg. Die Gamor-Attacken in letzter Zeit machen ihm zu schaffen. Da hat er nicht viel Zeit für andere Dinge. Als der Speer von Kizar aktiviert wurde, geriet unser Ökosystem durcheinander. Alles ist miteinander verbunden. Sind Sanektas nicht gefährlich? Nur wenn man sie bedroht, was immer häufiger vorkommt. Die Bucht ist voll von ihnen. Wir fischen sie zum Verzehr, aber auch damit andere Fische überleben können. Wären sie doch nur leichter zu fangen. Trinkst du gerne Pilam? Oh, ich verstehe schon. Als Fischer Talana muss ich natürlich betrunken sein. Findest du dieses Klischee nicht langsam öde? Immerhin habe ich in Prokriana Schiffsbau studiert. Mir wurden 2 goldene Schriftrollen verliehen. So habe ich das nicht gemeint. Sorry. Und er hört sich auch gar nicht so an, muss man dazu sagen. Was genau machst du hier eigentlich? Vieles. Ich baue Boote, Paddel und andere Gerätschaften. Meistens aber schlage ich meinen Kopf gegen die Wand, bis mir eine Methode einfällt, um unsere Fischfangtechnik zu verbessern. Was hat es mit dem Speer von Kizar auf sich? Um die Insel Kizar vor den Invasoren zu schützen, errichtete die Al-Mayel ein Energiefeld. Ich verstehe, dass es dem Schutz dient, doch auf lange Sicht erhitzt der Energiestrahl das Wasser so stark, dass die Sanektas kühlere Gewässer aufsuchen müssen, um zu überleben und sich fortzupflanzen. Und diese Gewässer liegen an der Küste von Zappa. Ganz genau. Wer bist du nochmal? Baram aus Zappa. Ich bin ein sogenannter Küsteningenieur. Ingenieur. Danke fürs Gespräch, Baram. Ebenso. Ja. Hinweise zum verschwundenen Zema. Ich spreche jetzt vorher nochmal mit dem einen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir jetzt hier alle Quests quasi holen. Was ist denn der jetzt? Das ist der da oben. Nicht weglaufen. Bin gleich da. Hallo. Falls du Saleb suchst, hast du ihn gefunden. Doch die große Frage lautet, warum? Warum willst du zu mir? Bringst du mir Pilam? Pilam? Meinst du Alkohol? Ist Alkohol ein Getränk, das Sorgen verdrängt? Dann ja. Glaub mir, Kumpel. Ich könnte auch einen Drink vertragen. Wir sitzen beide auf dem Trocknen. Der sieht aber aus wie der alte Häuptling, ne? Schönes Dorf habt ihr hier. Stinkt etwas nach Fisch, aber hey, für einen Tag am Strand würden viele töten, oder? Was für Monster täten sowas für einen Strand? In meiner Sprache klingt es mehr nach einem Kompliment. Manches geht in der Übersetzung verloren. Wer an Zappa denkt, denkt an den Strand, an das Meer, das weiß ich. Doch Zappa ist auch die Erde, Pflanzen, Tiere, die Luft, die wir atmen. Alles zusammen bildet ein fragiles Ökosystem, das uns erhält. Wenn du Zappa in den Krieg stürzen willst, um andere für Strände umzukehren, haben wir ein Problem. Verstanden? Ist notiert. Die Jots halsen mir ein Problem nach dem anderen auf. Du bist genau wie Tanak, Baram und all die anderen Fischer Talana. Das Ökosystem ist ihnen egal. Ihnen geht es nur darum, wie das Okastock der Sanektas funktioniert. Doch ihr Vermehrungszyklus ist bloß die Spitze des Risibergs. Die Risibergs? Oh, nur eine Redewendung. Es bedeutet, dass man nur einen kleinen Teil sieht und ein großer Teil verborgen bleibt. Alles klar. Sprich weiter.
Sie müssen das große Ganze sehen. Alles ist miteinander verbunden. Nimm zum Beispiel Tanak. Bei ihm dreht sich alles um das Fangen von Garmos. Dabei sollte er sich auf die Ventilopen konzentrieren. Was ist mit den Ventilopen los? Nichts ist mit ihnen los, du dummer Gorgor. Wir sind das Problem. Und die verdammten Invasoren, die die armen Tiere kreuz und quer abschießen. Wie soll ich bitte eine Ventilope mit einem Loch im Gesicht heilen? Hm? Kannst du mir das sagen? Pass auf. Ich hab nichts gegen dich oder Ventilopen. Ich bin nur ein Herr, der nicht zu seinem Planeten zurück kann, bis ich die Almael getroffen habe. Wenn sie mir doch nur ein Zeichen geben würde, wie das geht. Warst du in letzter Zeit in Kisar? Vielleicht auf dem Rücken einer Ventilope? Die Ventilopen fangen Senektas. Diese Nektas geben Sapa Leben. Die Heilige Mutter versorgt uns. Unser fragiles Ökosystem gedeiht. Ja? Intelligente Wesen. Ja. Siehst du die Kraft der Ventilopen? Du hast eine weite Reise vor dir? Spring auf den Rücken einer Ventilope. Du musst hungrige Garmos vertreiben? Die Ventilope ist dein Beschützer. Ventilopen! Das Dorf wirkt ohne sie ziemlich verwundbar. Meine zwei Hände heilen nicht schnell genug. Ich sage dir, ohne Ventilopen gibt es kein Sabba. Ich heiße Slate. Cutter Slate. Und du bist? Gelangweilt. Dank dir. Doch nenn mich Tierheiler. So nennt man mich, weil ich, Saleb, Tiere heile. Ich bleibe bei Saleb, wenn es dir nichts ausmacht. Kannst du mich verarzten? Kannst du nächstes Mal vorsichtiger sein? Gut, nicht bewegen. Kannst du mir sagen, wo ich Junair finde? Kannst du mir sagen, wo ich deine Eier finde? Du scheinst keine zu haben. Meine... Okay. Ich gehe mal von einem Übersetzungsfehler aus. Ich suche nach dem Tierbändiger. Sobald ich ihn finde, kratze ich die Kurve. Du kratzt die Kurve? Hier ist nicht mal irgendwo eine Kurve. Ich weiß nicht, wo Juna hier ist. Ist mir auch egal. Zufrieden? Was ist deine Rolle in all dem? Also gut. Ja, ich bin der Schamas von Sapa, auch wenn ich nicht so aussehe. Ja, ich kann deine Verletzungen heilen. Nein, ich will nicht ewig über die Jots oder die Tugenden der Phandasmas reden. Denn ehrlich gesagt gebe ich darauf einen Sort. Das ist nicht mein Leben. Und was ist dein Leben? Ich heile Tiere mit Pflanzen und Tinkturen. Mein Kafandasma hat damit nichts zu tun. Ich fühle mich den Tieren nahe. Sollen die anderen Schamas ruhig spotten. Tiere sind treuer als Talana. Du kleidest dich nicht mal wie ein Schamas. Ich habe die Uniform gegen etwas Passenderes eingetauscht. Mit den anderen Schamas habe ich nichts zu schaffen. Sie fehlen mir nicht im Geringsten. Nein, nicht im Geringsten. Wie geht es Tanak? Keine Ahnung, wie er Sapas Häuptling werden konnte. Ein bisschen verrückt, aber praktisch veranlagt. Der ganze spirituelle Quatsch ist ihm nicht so wichtig, also mag ich ihn. Doch er vergisst das große Ganze. In einem empfindlichen Ökosystem hängt alles zusammen. Wer ist Bahram? Bahram ist ein Fischer-Talaner, Bootsbauer, Meeresphilosoph, besessen von der See. Er sollte Kiemen haben, damit er bei den Sankar schlafen kann. Sind die Garmos ein Problem? Garmos sind die perfekten Jäger. Wild, furchtlos. Sie jagen in Rudeln. Doch sie sind nicht das Problem. Sie sind nur ein Symptom. Das eigentliche Problem ist, hallo, unser kaputtes Ökosystem. Hast du mir überhaupt zugehört? Was ist mit den Senektas? Senektas? Große Fische. Können auch gefährlich sein. Solange du beim Schwimmen kein Essen in den Taschen hast, ist alles gut. Bahram ist der Experte. Sprich mit ihm darüber. Wir sehen uns dann. Ja, wir haben jetzt so viele Informationen bekommen. Trocknen die Fische hier? Dass wir jetzt erstmal ein bisschen sammeln müssen. Moment, ich hoffe, ich klicke jetzt hier das Richtige an. Nein, da war... Ich wollte gerade sagen, da war nämlich nicht die Karte drin.
Ah, mein Gott. Alles schon wieder vergessen. Missionen. Wo sollte das jetzt drunter sein? Unentdeckte Dorfquest? Das ist doch nicht unentdeckt. Das haben wir doch... Hat er es jetzt angenommen? Ja, okay. Dann würde ich das nämlich mal als erstes machen, aber er zeigt es mir nicht so richtig an. Das ist der Außenposten. Nee, hier. Hä? So weit weg? Echt jetzt? Okay. Dann fliegen wir nochmal darüber. Ich habe jetzt gedacht, das wäre näher, weil die halt das Dorf angreifen. Oder wir müssen zum Nest drüber. Das kann natürlich auch sein. Übrigens, sollte ich mal irgendwie einen Cut zwischendurch machen, dann liegt das daran, dass meine Stimme gerade total im Eimer ist. Ich stehe jedes Mal kurz davor, einen Hustenanfall zu kriegen. Moment. Da komme ich jetzt so nicht hoch. Oh, ist das doof. Okay. Wie weit ist das denn? Hätte ich auch dem Weg folgen können. Na gut. Okay, jetzt müssen wir erstmal wieder zum Weg kommen. Ah, Gott. Ich wollte doch nur eine Abkürzung nehmen. Ich höre hier aber irgendwas Komisches. Beziehungsweise irgendwas Böses, glaube ich, höre ich. So, Moment. Hier runter. So, das sieht doch schon mal besser aus. Dann können wir jetzt wirklich dem Weg folgen. Ah. Oh oh. Wie war der Scan? Nach unten. Das ist ein Gegner, oder? Das Blaue. Da ist aber auch eine Kiste. Ich weiß nicht, was ich damit kriegen kann. Beweg dich, Cutter. Sie kommen. Das sind aber Vögel, oder? Das sind keine Vögel. Oh fuck. Alter, was ist denn da noch? Ach, das, oh, ich hab's nicht gesehen. Noch was? Oh, fuck. Alter! Habe ich mich jetzt erschrocken? Rein in meine Tasche, du Dingsbums. Boah. Okay. Das nehmen wir nochmal eben hier oben. Die Farbe haben wir nicht allzu häufig. So. Da unten sind irgendwelche Gegner. Ach du Schande. Ach so, das sind diese kleinen Viecher, ja? Das hat mich aber ganz schön getroffen. Haben wir hier nichts irgendwo in der Nähe? Damit ich mich mal heilen könnte. Eieieiei, okay. Nein, natürlich ist das zu weit. Alter Schwede. Ja, ein bisschen viel hier. Warum ist das alles so weit weg? Ah.
Was ist das, so ein Alpha-Männchen oder was? Hey, wieso kriege ich das nicht? Okay, der hatte irgendetwas drin, wodurch der geschützt war. Keine Ahnung. Also ich schätze wirklich, das war so eine Art Alpha-Männchen oder so. Da unten hängen auch noch welche rum. Aber die gehören jetzt nicht zur Quest. Muss ich das wirklich mit mir rumtragen? Und Informationen über das Verschwinden des Themas erhalten kannst. Details anzeigen. Ist auch hier drin? Ah ja, okay. Wieso hat er jetzt hier nicht alles angenommen? So. Wir sind von da oben gekommen, genau. Dann fliegen wir auch wieder nach da oben zurück. Wäre nur gut, wenn ich unterwegs mal die ein oder andere Heilpflanze vielleicht finden würde. Nein, alles voll. Eigentlich nicht. Aber so wie du das denkst, schon. Ich hätte mich vorher heilen müssen. Okay, aber sind wir zumindest schon mal wieder ein bisschen besser von der Gesundheit her. Boah, das hört sich ja an hier, wenn er so am Rumknallen ist hier mit dem Ding. So, wir müssen Richtung Häuptling. Warte mal, wo müssen wir denn jetzt hin? Komme ich da? Mal eben gucken. Okay, er hat selber aufgehört zu fliegen. Dann schauen wir mal, wie wir da jetzt am besten hinkommen. Ich hoffe, die sind jetzt alle miteinander verbunden. So, dich brauchen wir nicht. Ja, genau, hier oben können wir rum. Gesundheit. Da ist er. Versteck dich nicht. Die Gamos sind totes Fleisch. Sogar eine Menge Fleisch. Aber ich dachte, ihr Typen steht mir auf Fisch, also... Das sind tolle und eklige Neuigkeiten. Gut geschossen, Fremder. Das verschafft unserem Dorf etwas Zeit. Kommen diese Viecher etwa wieder? Hast du eine Langzeitstrategie, Häuptling? Ich plane nicht, hier zu bleiben. Ventilopen können die Gamos vertreiben. Dafür müssen wir bloß mehr Ventilopen zähmen. Und mit wir meine ich unseren Bändiger. Wie ist das Verhältnis zwischen Yunai und Saleb? Na ja, hast du schon vom Ventilopenclub gehört? Ventilopenclub? Kurz VC. Eine Gruppe von Talanern, die sich der Erhaltung des lokalen Ventilopenbestandes widmen. Sie sind vom Aussterben bedroht. Der Club besteht aus unserem Schamas Saleb und unserem vermissten Bändiger Yunai. Zwei Talaner sind nicht wirklich eine Gruppe. Eher ein Duo, oder? Was sagt Saleb zu Yunais Verschwinden? Saleb ist eine unglaubliche Nervensäge. Ich habe ihn nach Yunair und ihrer Konversation gefragt, die sie am letzten Mond hatten, an dem er gesehen wurde. Aber Saleb rabbelte bloß über Sappas Ökosystem und davon, dass die Ventilopen einen neuen Bändiger brauchen. Komischer Schamas, dieser Saleb. Klingt so, als ob euer Schamas etwas über Yunais Verschwinden weiß. Ich werde mit ihm reden. Sag ihm, dass du dich für den VC interessierst. Das schmeichelt ihm vielleicht. Oder er wirft dir eine Schüssel Pilam ins Gesicht. Bei Saleb weiß man nie. Er ist launisch. Ja, klingt schon mal sehr charmant. Was hältst du von den Invasoren? Was ich von ihnen halte? Tja, sie haben meinen Bruder umgekehrt und unser Daoka deaktiviert. Ich bin also nicht gerade begeistert. Aber wenn du eine hübsche, hasserfüllte Tirade auf die Invasoren hören willst, dann geh zu Saleb. Warum halten sich die Ventilopen in Sappa auf? Ich habe sie kaum irgendwo anders gesehen.
Ventilopen fressen unfassbar gerne Fischköpfe. Wir hingegen essen gerne alles vom Fisch außer den Kopf. Also ist das quasi eine perfekte Partnerschaft. Was ist der Ventilopenclub? Eine Vereinigung, die sich um die Rechte und den Schutz der Ventilopen dreht. Klar, was sonst? Schon gehört? Das Daoka funktioniert wieder. Ja, fantastisch. Irgendwie. Ich dachte, du wärst begeistert. Naja, wer braucht schon ein Daoka, wenn man Ventilopen hat? Meinst du nicht? Jedenfalls spielt der Rest von der Delpha verrückt. Reisende kommen her. Ein Zanekta beißt einem in den Schritt. Plötzlich müssen wir die Strände schließen. Ich höre lieber auf. Vielleicht war Sappa ohne besser dran. Die Vorzüge eines ruhigen Fischerdorfes. Ach. Was kannst du mir über Baram sagen? Der beste Fischer Talana in Sappa und ein guter Erfinder. Um mit der Ausbreitung des Zanektas mitzuhalten, hat er ein neues Paddel entworfen und die Form unserer Boote verbessert. Bis später, Tanak. Yep. Yep. Ach, der war das, genau. Ah, okay. Begib dich zu dem Ort. Nach dem Ventilotenclub fragen. Okay. Und dann machen wir das doch mal. Ich hab falsch gedrückt. Ah, dieses ewige Hoch und Runter verdreht, ne? Was gibt es diesmal? Wie kann ich dem Ventilotenclub beitreten? Du willst dem VC beitreten? Warum? Weil ich Ventilopen liebe. Ach ja? Yep, kann ohne sie nicht leben. Wie sehr liebst du sie genau? Perverse nehmen wir nämlich nicht auf. Wow, war nicht so gemeint. Pass auf, Kumpel. Sag mir einfach, wie ich eurem Club beitreten kann. Können wir über Yuna hier reden? Er ist auch im VC, oder? Ja, ich fühle mich für sein Schicksal verantwortlich. Er ist mir lediglich gefolgt. Okay, Clubbruder. Wir Clubmitglieder müssen zusammenhalten. Erzähl mir, was passiert ist. Ich kann helfen. Haben die Garmos ihn erwischt? Nein, ich habe es Talak bereits gesagt. Die Garmos haben es nicht auf Talana abgesehen. Die wollen bloß die Zanektas. Yuna ihr würde sie nicht provozieren. Wo steckt er dann? Nun, ich bat Yuna ihr, den Ventilopen beizubringen, wie man den Invasoren und ihren Waffen ausweicht. Er sagte, er würde es machen. Müsse aber erst die Invasorenbasis in der Nähe ausspähen. So wollte er sich Ideen verschaffen. Verdammt. Wenn sie ihn erwischt haben, war es das für ihn? Er lebt. Ich kann es spüren. Du kannst es spüren? Und wie? Das ist so eine Schamas-Sache. Außerdem würde sein Hazardes mich sonst heimsuchen. Ich kenne absolut niemanden, der Tiere so liebt wie du. Aber ich musste ein paar Garmos erledigen, die das Dorf bedrohten. Tanak hat mich darum gebeten. Ich hoffe, du bist deswegen nicht sauer. Ein notwendiges Übel. Zum letzten Mal. Die Garmos sind nicht das Problem, sondern Sappas kaputtes Ökosystem. Bis zum nächsten Mal, Saleb. Nächstes Mal bringst du Pilam mit. Ja, mal schauen, mal schauen. Okay, wir müssen Yuna oder so finden. Was machst du denn hier mitten in meiner... Der sieht aber auch süß aus irgendwie. Mitten in meiner Abmoderation. Schauen wir mal eben ganz kurz. Ist das relativ in der Nähe? Oh ne, er ist natürlich ein ganzes Stück weit weg. Das war ja mal wieder klar. Na gut, aber ich wollte ja so oder so hier einen kleinen Cut machen. Und dann werden wir uns in der nächsten Folge zu dem Ort hinbegeben, wo ja er theoretisch sein sollte. Und ich vermute, dass wir ihn dann retten müssen. Oder er ist dann immer noch da und ist hier am Ausspionieren. Da bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher. Oder es kommt irgendwas total Lustiges, dass er, weiß ich nicht, im Baum hängt von irgendeiner Falle oder so. Mit irgendeiner Falle aufgehangen worden oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich habe so viele Ideen, was passieren könnte. Ich mache jetzt erstmal einen schnellen Cut und dann sehen wir die Auflösung in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Vielen, vielen Dank an meine Unterstützer Beatkrieg, Cornelia Völkner, Markus K. und Timothy Nasu. Vielen Dank für eure Kanalmitgliedschaft.
Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen. Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen, denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung und bis zur nächsten Folge. Ciao!